Mein Name ist Dr. Bellinger. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater, bin auch vereidigter Buchprüfer. Ich habe also insgesamt 4 Staatsexamen, 2 juristische und die anderen beiden. Man nennt das im Markt die Dreibänder, weil die haben die Dreibänder der 3 Ministerien, Wirtschaftsministerium, Justizministerium, Finanzministerium. Ich habe diese Examen hintereinander gemacht und habe die ersten 20 Jahre nach meinem Abitur damit zugebracht, mich immer wieder auf ein nächstes Examen vorzubereiten, ohne Pause. Heute bin ich auf Apotheken spezialisiert, das ist mein Kerngebiet und unser Markenkern ist alles unter einem Dach. Das heißt, wir beraten Apotheken zu jeder Fragestellung, die sie haben, ob das Juristerei, BWL oder Steuern ist, wir sind da. Das war eine Skatrunde gewesen. Ich hatte zuerst ein Anwaltsexamen, dann habe ich einen vereidigten Buchprüfer gemacht, der kam aus einer Skatrunde. Da wusste ich nicht mal, was es war. Es ist sowas wie ein Wirtschaftsprüfer im Taschenbuchformat. Und als ich das Examen hatte, das war eines der besten in Deutschland aus dem Jahr, bekam ich sehr viele Angebote von großen Gesellschaften in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu wechseln. Da habe ich gesagt, ich habe eine eigene Kanzlei. Und dann sagten 2 von denen, die ich als Ausbilder kannte, mach doch noch einen Steuerberater. Dann habe ich das Examen gemacht und dann drehte mein Berufsbild fast über Nacht komplett. Ja, ich bin heute 70. Das erste Mal über Nachfolge nachgedacht habe ich mit, ja, so irgendwo zwischen 60 und 65, weil ich überlegt habe, ich muss das regeln zu einer Zeit, wo ich das noch aktiv steuern kann, wo ich auch ernst genommen werde als Gesprächspartner. Das war sicherlich in der Zeit. Was auslösend von draußen hinzukam, ich habe bei Berufskollegen gesehen, was schiefgehen kann. Und das Schiefgehen, das ist nämlich genau der Punkt, wenn man von innen angegriffen wird in Kanzleien. Man hat es geschafft, über die Jahre sehr gute Mitarbeiter aufzubauen. Man denkt auch, das sind gute Nachfolger und das funktioniert eine Weile relativ gut. Aber Kanzleien haben hohe Werte. Und dann ist es natürlich verlockend für einen Mitarbeiter zu sagen, warum soll ich das bezahlen? Ich habe den Zugriff auf die Mandanten auch so. Und da ist es ganz wichtig für einen Kanzleiinhaber, einen guten Punkt zu erwischen, wo er noch die Loyalität seiner Mitarbeiter hat. Großer Teil des Markenkerns ist, da ist er relativ wenig angreifbar. In der Zeit ist der optimale Punkt, eine Kanzlei zu verkaufen. Je größer die Kanzlei ist, desto höher der Preis, desto kleiner die Zahl der Interessenten. Deshalb gerade die großen Kanzleien sind, je länger sie wachsen, immer mehr darauf angewiesen, einen starken Käufer zu finden. Solange ich Markenkern bin, kann ich eine Kanzlei gut verkaufen und es ist auch für den Käufer eine runde Sache. Je älter ich bin, umso schwieriger wird das. Gerade in einem Beruf wie Steuerberatung, die sehr personalisiert ist. Also die Mandanten sind kopffixiert und das kann man sehr gut übertragen, wenn man da eine längere Laufzeit hat. Und da ist es natürlich auch eine feine Sache, wenn man jetzt hier wie bei der ETL einen sehr großen Laden hat, weil der natürlich auch personelle Ressourcen hat, wenn man dann bei der Nachfolge irgendwie diversifizieren will. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Deswegen war das auch für mich relativ logisch, dass ich auf das Brautwerben von ETL reagiert habe. Ich bin angerufen worden von einem aus der ETL-Gruppe, der mehr oder weniger gesagt hat, sie sind ja jetzt in dem Alter, wo man auch mal gerne verkauft. So. Und das war also mehr ein Altersargument. Dann habe ich gesagt, ja, das ist was, aber vielleicht jetzt noch nicht. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Dann hat er durchblicken lassen, dass er für die ETL anruft. In dem Kontext ist auch gefallen, dass man sich über mich erkundigt hatte, dass ich ein relativ schönes Kanzleirenommen habe, dass ich vor allem in einer Nische einen sehr hohen Marktanteil habe, in dem die ETL mehr machen wollte. Das war dann für mich sehr reizvoll, weil ich nämlich gerne auf einer größeren Basis aufsetzen wollte, um dieses Know-how von mir auch in eine Gruppe zu transferieren. Das heißt, da hatte ich durchaus eine Affinität hin in diesen Bereich und das ging dann unglaublich schnell. Absolut. Würde ich genauso wieder machen. Ich habe es nicht einen Tag bereut. Wir sind in der Nische, deshalb sind wir auf fremde Hilfe kaum angewiesen, weil wir eigentlich in dem, was wir machen, Marktführer sind.
das ist es sehr schwer, uns zu supporten. Es ist aber interessant, dass wir in der Gruppe Ressourcen haben und diese Ressourcen habe ich auch schon benutzt. Also in Zeiten des Fachkräftemangels kann es einen Überlauf geben, dass man bestimmte Mandanten nicht mehr bearbeiten kann, weil die Kapazitäten reichen nicht aus. Und da haben wir in der Gruppe ausweichen können. Das war für uns grandios. Das ist relativ lustig, weil es geht zurück auf das erste Gespräch mit Herrn Friese. Also Herr Friese hatte diesen Termin ausgemacht, der war mir avisiert worden. Ich kannte Herrn Friese früher gar nicht. Das heißt, das war unser erster Kontakt überhaupt, wo er in meine Kanzlei kam. Und da habe ich zu Herrn Friese sinngemäß gesagt, Herr Friese, bevor Sie sich hinsetzen, ich habe zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, mir quatscht keiner rein. Und die zweite Bedingung ist, keiner versucht, mir das Spiel zu erklären. Wie gesagt, wenn Sie da sagen, das sind für Sie akzeptable Bedingungen, dann gibt's Kaffee und Kekse. Und so haben wir es dann gemacht. Das war relativ lustig. Und er hat mir dann auch zu verstehen gegeben, das ist exakt das, was die ETL will. Und ich kann bestätigen, genauso ist es gelaufen. Mir quatscht keiner rein und keiner versucht, mir das Spiel zu erklären. Das heißt, wir rapportieren an einen großen Gesellschafter. Er hat mehr als die Hälfte. Das ist für uns völlig okay. Aber wir haben nie unfaire Verhaltensweisen von unserer Mehrheitsgesellschafter erlebt. Die lassen uns machen. Wir machen das auch gut. Für die Nachfolge ist wesentlich, dass man sich rechtzeitig im Kopf macht und dass man auch für sich definiert, was suche ich. Es macht durchaus Sinn, das nach draußen zu geben, zu sagen, ich suche einen Partner im Markt. Da müssen rundheraus auch die Finanzen stimmen. Da stehe ich zu. Das ist ein Lebenswerk. Das ist für viele von mir, auch meiner Berufskollegen, das ist der Teil unserer Altersvorsorge. Und da möchte ich auch einen sicheren Partner haben. Ich möchte nicht an jemanden verkaufen, wo ich dann zittern muss, ob der das Geld stemmen kann und möglicherweise es nicht bezahlt und in der Zeit meine Kanzlei runterwirtschaftet. Das war für mich ein wesentlicher Punkt bei der ETL. Das Risiko dort habe ich bei null eingestuft. Das war für mich ein Kriterium. Menschlichkeit. Menschlichkeit und fördern. Ich mache ganz viel, um den Horizont meiner Mitarbeiter zu fördern, weil ich davon ausgehe, dass ein Mensch, der einen breiteren oder größeren Hintergrund hat, Horizont hat, sich als Mensch entwickelt und damit auch seinen Beruf besser macht. Das ist für mich eine ganz klare Sache. Entsprechend weiß jeder, der in meiner Kanzlei anfängt zu arbeiten, er kann bei uns von ganz unten bis nach ganz oben durch. Jeder weiß hier wird das nicht mit dem Hintern ersessen, wo man ankommt, sondern das muss man selber machen, aber er kriegt die volle Unterstützung der Kanzlei. Und das ist wichtig. Das sind verschiedene Welten in dieser Kanzlei. Ich bin ein bisschen aus der alten Welt. Ich liebe nach wie vor Bücher. Ich liebe es, Bücher in der Hand zu halten und ich schlage auch gerne nach. Alte Juristenregel, schlag zwei Paragraphen zurück, schlag zwei nach vorne, dann verstehst du das System und die Ausnahmen. Das bin aber nur ich und ich bin ein Teil eines Ganzen. Der Rest unseres Ganzen ist, dass wir Recherchen natürlich heute digital fahren und dass die meisten meiner Mitarbeiter Digital Native sind. Die gucken ganz selten in Bücher rein. Und da ergänzen wir uns aber sehr schön. Das heißt, ich sage, ich gebe eine Vorgabe, ich habe das nachgelesen. Ich erwarte ungefähr das und das. Sucht mal, ich gebe euch ein paar Stichworte, wenn ihr digital recherchiert und dann legen wir danach übereinander. Und das sind ganz tolle Synergien. Das ist für beide Seiten schön. Rechtzeitig drum kümmern, sich mit starken Partnern unterhalten und Regelungen finden, die einen weichen Übergang abbilden können, dass man nicht schlagartig aus dem Beruf herausgeht, weil das für beide Seiten nicht gut ist. Und das habe ich perfekt mit der ETL lösen können.